Artikelnummer SCP-052, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Obwohl es nicht möglich ist, SCP-052 aus dem New Yorker U-Bahn-System zu entfernen, ermöglicht sein vorhersagbares Verhalten der Foundation die zivile Bevölkerung am Kontakt mit ihm zu hindern. Die Haltestelle 59th Street ABCD ist samstags, sonntags zwischen 23 Uhr und 1 Uhr unter dem Vorwand der Gleisinstandhaltung für die Öffentlichkeit gesperrt. Während dieser Zeit ist die Haltestelle mit Agenten des mobilen Einsatzkommandos Gamma 6 zu besetzen. Die Agenten wurden angewiesen, einen unbeabsichtigten öffentlichen Zugang zur Haltestelle zu verhindern und alle Personen festzunehmen, welche SCP-052 verlassen. Jede Person, die mit SCP-052 gefahren ist, muss zur Befragung und Untersuchung zu Standort 21 gebracht werden. Mitglieder der Öffentlichkeit, die SCP-052 gesehen haben, können nach der Verabreichung eines B-Klasse-Anästhetikums freigelassen werden. Beschreibung: Bei SCP-052 handelt es sich um eine New Yorker U-Bahn vom Typ R4. Offizielle Aufzeichnungen zeigen, dass dieser Zug 1932 gebaut und 1975 zur Verschrottung stillgelegt wurde. Trotzdem erscheint die Bahn weiterhin jeden Samstag um 23.57 Uhr auf der Uptown AD-Strecke an den Haltestellen 59th Street und 8th Avenue. Die Bahn befindet sich im perfekten Zustand und ist als Teil der A-Linie gekennzeichnet. SCP-052 erscheint zur genannten Zeit, öffnet seine Türen für ca. 5 Minuten, schließt dann seine Türen und verschwindet. Es scheinen sich keine Passagiere in der Bahn zu befinden, mit Ausnahme derjenigen, die die Bahn während ihres Erscheinens verlassen. Die Mehrheit der Subjekte, die SCP-052 zugestiegen sind, konnten bisher nicht wieder geborgen werden. Passagiere, die SCP-052 verlassen, behaupten zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen 1976 und 2204 zugestiegen zu sein. Letzterer behauptete, dass er gedacht hatte, dass es sich bei SCP-052 um einen Sonderzug zum 300. Jahrestag handle. Die Subjekte haben keine Erinnerung an ihre Zeit an Bord. Anhang: Passagiere, die SCP-052 verlassen, müssen zu Standort 21 gebracht und verhört werden, um ihre Herkunft und mögliche Bedrohungen für den aktuellen Zeitstrom zu bestimmen. Im Allgemeinen können Passagiere aus der Vergangenheit A-Klasse-Amnestetika verabreicht werden, um sie dann wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Passagiere aus der Zukunft müssen auf unbestimmte Zeit festgehalten werden. Siehe Anweisung 69-A1 von O59. Standort 21 beherbergt gegenwärtig 26 Passagiere. Trotz unserer Protokolle bezüglich der Verhinderung eines öffentlichen Zugangs erhalten wir immer noch Subjekte aus der Zukunft. Obwohl einige von ihnen aus alternativen Zeitlinien stammen, besteht die Möglichkeit, dass SCP-052 noch zu einem anderen Zeitpunkt bzw. an einem anderen Ort erscheint, was eine erweiterte Eindämmung erfordern würde. Die Foundation hat bereits mehrere Personen in die Bahn gesetzt, um zu versuchen, ihr Verhalten in der Nicht-Manifestationszeit zu verstehen. Test 052-1, 31. Mai 2009. Agent betritt die Bahn. Zum Zeitpunkt der Niederschrift noch nicht wieder aufgetaucht. Test 052-2, 6. Juni 2009. Agent betritt die Bahn. Keine Sicherung möglich, da er anscheinend nach 1980 geschickt und in einer Konfrontation mit Renegiert getötet wurde. Test 052-3. Siehe Notizen zu Passagier 052-4. Nach Test 052-3 befahl das O5-Kommando, dass keine weiteren Agenten als Passagiere von SCP-052 fungieren sollen. Es wurde erwogen, an ihrer Stelle D-Klasse-Personal einzusetzen, aber das Risiko, sie in die Vergangenheit zu entlassen, ist zu groß. Liste der aufgegriffenen Passagiere in Foundation-Verwahrung. Passagier 052-1. Eingestiegen am 14. Juli 2012. Wieder aufgetaucht am 8. März 2008. Notizen: Subjekt war Buchhalterin auf dem Heimweg vom Theater, als sie in die Bahn einstieg. 052-1 zeigte Überraschung und Bestürzung darüber, dass sie 4 Jahre in der Zeit zurückgereist ist, scheint aber ansonsten unverändert und unversehrt zu sein. Es wurde festgestellt, dass sie derzeit in dieser Zeitlinie existiert und sie muss daher auf unbestimmte Zeit festgehalten werden, um unerwünschte temporale Auswirkungen zu verhindern. Passagier 052-2, eingestiegen am 12. Juni 1976, wieder aufgetaucht am 15. März 2008. Notizen: Subjekt stieg in die Bahn, nachdem sie sich auf dem Weg zu Studio 54 verlaufen hatte. Obwohl unverletzt und keine temporale Bedrohung vorliegt, wird 052-2 festgehalten, da der untersuchende Psychiater der Ansicht ist, dass 32 Jahre ein zu langer Zeitraum sind für eine erfolgreiche Wiedereingliederung. Passagier 052-3, eingestiegen am 6. Dezember 2014, wieder aufgetaucht am 20. Juni 2009. Notizen: Ein Tourist aus Jacksonville, Florida. Subjekt 052-3 spricht nun Albanisch statt Englisch.
wird aufgrund der O5-Anordnung bezüglich Subjekten aus der Zukunft sowie möglicher Integrationsprobleme festgehalten. Passagier 052-4, eingestiegen am 13. Juni 2009, wieder aufgetaucht am 27. Juni 2009. Notizen: Agent während Test 052-3. Der Agent kehrte mit chirurgisch entfernten Händen und einer Notiz in der Tasche mit der Nachricht »Schickt niemanden mehr« zurück. Subjekt erinnert sich nicht an seine Zeit in der Bahn, konnte aber unter Hypnose enthüllen, dass Daten gelöscht. Passagier 052-5. Agent eingestiegen zu einem unbekannten zukünftigen Zeitpunkt unter Verletzung des Protokolls. Am 11. Juli 2009 wurde der Körper des Subjektes gewaltsam aus dem Zug geworfen und landete 10 Meter entfernt auf dem Bahnsteig. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass das Subjekt Daten gelöscht war. Es wird geprüft, ob die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden sollten, um zu verhindern, dass diese Person in SCP-052 einsteigen kann. Passagier 052-6 behauptet ein Level 4 Supervisor der SCP Federation zu sein, der im Dezember 2124 in die Bahn eingestiegen ist. Dem Subjekt wurde vor dem Einsteigen ein A-Prime-Klasse Amnestetikum verabreicht, um das Schicksal der Passagiere 052-4 und 052-5 erfolgreich zu vermeiden. Wieder aufgetaucht am 6. Februar 2010. Da er nie aus dem Gewahrsam der Foundation entlassen werden wird, hat das O5-Kommando die Weitergabe von ansonsten geheimen Informationen über andere Artefakte in unserem Besitz in der Hoffnung genehmigt, neue Methoden der Eindämmung und Verwahrung zu erhalten und sich über zukünftige Sicherheitsverletzungen im Klaren zu sein. Agent zeigte sich kooperativ und behauptet, dass es gut ist, dass wir nicht wissen, wie man SCP-699 öffnet. Das Subjekt wurde sichtbar blass und weigerte sich, diesen Punkt weiter zu erörtern. Überlebender der, Zitat, großen Zombie-Plage von 2092 zu sein, die durch einen Verfahrensverstoß bei SCP-008 verursacht wurde. Das SCP von Daten gelöscht mit einem Daten gelöscht und SCP getötet werden kann. Die Erlaubnis, dies zu untersuchen, wurde von O5 verweigert. Dass er für Dr. Jack Bright gearbeitet hat.